Für mich ist es natürlich sehr emotionales Duell. Gegen einen alten Verein zu spielen, ist immer was Schönes. Darum freue ich mich auch wahnsinnig, wenn ich dann mal wieder in die Gethic Arena zurückkehren kann und da vor den fantastischen Fans halt auch zu spielen. In der ersten Liga haben wir jetzt mit euch und mit Eisenach und natürlich mit dem SCM drei traditionsreiche Mannschaften in der ersten Bundesliga. Wird der Osten die Bundesliga rocken? Ich hoffe es. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich darüber freut, dass jetzt drei Ostvereine wieder dabei sind. Und wir hoffen, dass wir alle oder dass Eisenach und wir halt drinnen bleiben und dass eventuell noch irgendwann in ein paar Jahren noch ein Ostverein dazukommt. Und ist natürlich eine tolle Sache. Ich meine, Spiele gegen Aufsteiger, dann ist man, sagt man, dass man verpflichtet zu gewinnen. Aber Leipzig hat eine sehr starke Mannschaft und sehr gut organisiert, sehr aggressiv. Und ich denke, wir müssen uns einfach sehr gut vorbereiten, Kräfte sammeln jetzt und dann, dann geht's auf. Jetzt kommt die englische Woche, Mittwoch schon geht's weiter in Leipzig. Dein Gefühl für Leipzig? Sieg wieder. Ja, also wir wollen 100% die zwei Punkte nach Magdeburg mitholen. Das ist ein Ostderby, das wollen wir für uns entscheiden und jetzt geht es an die Analyse. Oder vielleicht am besten sogar Mund abwischen, Leipzig ist ein ganz anderer Gegner und dann am Mittwoch wieder Vollgas angreifen. Alles klar, danke Robert. Bitte gerne.